hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es den fünften Part vom Road to Commander, Leute. Ganz am Anfang wieder die Information. Die Parts kommen jeden Tag um 16 Uhr online. Das heißt, seid auch morgen um 16 Uhr wieder mit am Start, wenn es wieder heißt Road to Commander geht weiter, Leute. Ganz, ganz wichtig, schreibt eine Waffe in die Kommentare, die ich im nächsten Video spielen soll. Ich denke, ab dem übernächsten Part werden wir es dann so machen, dass ich vielleicht eine Folge mal wieder das spiele, worauf ich Bock habe, beziehungsweise das, was ich einfach möchte in dem Part. Und darauf fangen wir, glaube ich, an mit Challenges, weil da habe ich nämlich Bock drauf, da kann man nämlich richtig coole Sachen machen. Und ja, vergesst auf jeden Fall kein kostenloses Abo dazulassen, falls ihr noch kein Abonnent des Kanals seid. Ich habe gesehen, ziemlich viele Schlinge von euch, die meine Videos schauen, sind noch keine Abonnenten. Deswegen würde mich das freuen, wenn ihr auf jeden Fall ein Abo da lasst, kostenlos, und die Glocke aktiviert und natürlich ein Like da lasst. Der Support ist real, Leute. Vielen lieben Dank, das würde mich sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall. Und ja, wir haben heute einen Top-Comment von jemandem, der schon mal Top-Comment war, und zwar vom G-Player. Allerdings haben sehr, sehr viele Leute die KN geschrieben, deswegen passt das auch auf jeden Fall. Und er hat noch dazu geschrieben, ein kleines Extra: ich soll mit dem Annihilator spielen. Deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach auch. Ich hoffe, heute joinen wir nicht so oft nach, weil das wäre auf jeden Fall nice, ja. Bitte kein Finch Nightfall, das wäre jetzt ziemlich nice. Combine, das ist okay. Diesmal habe ich auch wieder mein Wasser am Start. Besser ist das. Beim letzten Mal habe ich gemerkt, ey, nach der Folge war mein Hals so hart trocken, weil ich einfach komplett durchgeredet habe und einfach kein Wasser bei mir hatte. Und Leute, das ist sehr, sehr wichtig. Immer viel trinken ist gut für die Stimme, gut für den Körper, Leute. Und ja, ich kann es nur mal wieder sagen, es freut mich einfach, dass ich jetzt wieder so aktiv auf YouTube bin, durch das RTC jetzt gerade, und einfach wieder richtig Spaß daran gefunden habe, auch einfach Aufnahmen unabhängig vom Stream zu machen. Das heißt, jetzt nicht irgendwie Videos aus dem Stream nur hochzuladen, sondern halt auch einfach gesondert für YouTube aufzunehmen. Ich finde es mega, mega nice. Da ist so eine richtige Struktur drin und es bockt einfach. Es bockt einfach. Ich habe Laune. Let's go. Okay, die Runde ist halt, also die Runde ist ja wirklich, die ist ja wirklich zu Ende. Also das ist krass, dass man in sowas reinjoint. Ich habe jetzt gerade zwei Schüsse oder so abgegeben. Pass auf, die Runde ist jetzt zu Ende. Jo, das war's wirklich komplett, Leute. Das habe ich noch nie gesehen, dass ich bei 96 Punkten oder was das war, nachgejoint bin. Aber es hat auch eine gute Sache. Es ist so, als hätten wir jetzt einfach länger eine Lobby gesucht. Und zwar haben wir jetzt direkt eine volle Lobby und können die auch von Anfang an spielen. Es sei denn, es kommt Fringe Nightfall. Aber das hoffe ich nicht. Das hoffe ich einfach mal nicht. Ich kann es nur mal wieder sagen. Aber ich denke, das wird ganz gut passen. Er hat hier Road to Dark Matter im Clan, im Emblem, Leute. Das ist ja auch nochmal so eine Überlegung, ob ich aus sowas irgendwie nochmal eine Serie mache. Aber ich glaube, dass wir in BO3 echt keiner mehr sehen, Road to Dark Matter, oder? Ich denke, da stimmt ihr mir zu, dass man Road to Dark Matter in BO3 nicht unbedingt noch sehen möchte. Oder auch in BO4. Und ich würde, glaube ich, komplett ausrasten nur. Ich würde einfach nur ausrasten. Ich glaube, so wäre das einfach. Ah, so. Das Ding ist, ich will halt eigentlich auch die KN spielen. Ich finde die ziemlich nice, die Waffe. Im BO4 ist die auch ziemlich nice. Aber ich habe einfach noch keinen Schaft. Und das ist immer so demotivierend, wenn man eine Waffe ohne Schaft spielen muss. Als AR-Spieler oder wenn man halt ein Sturmgewehr allgemein halt spielt, ist es halt echt ekelhaft, da keinen Schaft drauf zu haben. So, was haben wir hier? Kann man ja immer alles mal durchchecken. Und was ich ja auch machen wollte innerhalb dieses Road to Commanders, ist die M8 auf Gold zu spielen. Das heißt, da müssen wir ja auch irgendwie nochmal dann ordentlich die M8 spielen. Aber ich denke, ab dem übernächsten Part oder ab dem nächsten Part, mal schauen, werde ich auf jeden Fall mal wieder die M8 zocken. Ihr könnt es ja einfach mal in die Kommentare schreiben und hochliken, dass ich die M8 spielen soll. Ja gut, habe ich das gesagt? Ja. Ja gut, das habe ich, aber wäre auf jeden Fall nice. Ne? Nur so eine kleine Anmerkung von mir an der Seite hier. Lass mal ein 10er-Pack aufmachen. Lass mal einfach ein 10er-Pack aufmachen. Ja gut. Aber Leute, was man hier halt gutheißen muss, ist, dass man überhaupt mit Ingame-Währung, mit den Kryptos, einen Pack kaufen kann mit drei Sachen drin, ja? Und auch ein verbessertes Pack sozusagen. Weil in BO4, wisst ihr ja sicherlich alle, da ist es so ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen blöd gemacht. Und zwar bekommt man ja, wenn man den Battle Pass fertig hat, beziehungsweise halt diese, wie heißt denn das dann nochmal, ja, diesen Battle Pass da halt. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man den durch hat, dann bekommt man ja Reserven pro nächstes Level im Battle Pass sozusagen. Und da bekommt man halt nur eine Sache raus. Und wenn man halt drei Sachen aus dem Pack haben will, dann muss man halt Dings spielen.
beziehungsweise da muss man sich Codpoints kaufen, um die zu kaufen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man hat einfach nicht die Chance, irgendwie da so ranzukommen. Und das ist ein bisschen ärgerlich, meiner Meinung nach. So, jetzt aber nice. Sind wir hier auch in der Runde. Ich habe die Sturmtarnung auf der KN. Sturmtarnung, meiner Meinung nach, eine sehr, sehr geile Camo. Eine sehr alte Camo, die gab es schon von Anfang an in dem Game. Da, wo es auch diese Transgression-Camo gab. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Oh, links von mir. Ärgerlich, ich muss hier zurück. Ich habe links von mir jemanden boosten hören. Aber ich glaube, mein Teammate hat den schon gekillt. So, direkt mal hier rein. Hoppala. Aha, die Trier da wieder. Aber jetzt bin ich in der Runde, jetzt bin ich glücklich. Weil die ist abgewartet, das ist immer echt nervig. Man muss hier halt echt lange warten, um in den Lobby zu kommen, beziehungsweise bis das Spiel losgeht. Uiuiuiui, zum Glück habe ich Taktikmaske, mein Lieber. Kugelweste habe ich nicht. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, wir können jetzt hier reinspringen. Ja. Hier wird jetzt safe jemand kommen. 100%. Wir müssen auch hier gespawnt sein eigentlich. Ja, okay, da fightet eine Mate schon. Hipfire ist real. Ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht auch eine Nuke irgendwie schaffen. Innerhalb des RTCs. Ich bin mal gespannt. Wenn wir Orbi und sowas haben, dann können wir auch Non-Lethal spielen. Das wird richtig nice. Wenn ich sowas schon frei hätte, wäre natürlich auch nice gewesen. Aber ich habe mir einfach lieber die M8 freigeschaltet, weil ich einfach so unfassbar Bock habe, die Waffe zu spielen. So, genau wie früher diese Videos, Schwitzen mit der M8. Diese Serie, die ich hatte. Oh mein Gott, die war so nice. Die war einfach so nice. So. Wir haben schon Blitzschlag. Okay, nice. Können wir den Annihilator hier ziehen? Oh, da war noch jemand neben mir. Nice, Teammate. Oh, lol. Das Auto-Aim von dem Annihilator hier ist so brutal. Das ist wirklich ganz, ganz krass. Oh, ich bin schon wieder auf Drohne hier. Auf Drohne. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay, nice. Alter, die KN ist einfach so böse. Die KN ist so, so böse. Okay, einen haben wir wenigstens noch gekillt. Einer ist hier noch drin. Komm her. Let's go. Gutes Gameplay ist heute angesagt. Ich habe den nächsten Blitzschlag. Moin. So, die Hellstorm haue ich hier hin. Da kriege ich vielleicht einen. Auf der Map mit den Streaks ist es halt auch ganz, ganz ekelhaft. Also wann hat man mal auf Redwood eine geile Hellstorm oder einen geilen Blitzschlag? Oh, Gott, Digga. Ui, nein, kill mich nicht. Ehrenmann. Erstmal seine KN-Muni aufgehoben hier. Warte, killt er den auch? Oh Gott. Teammate braucht wieder Jahre für den Kill. Hier schnell den Headglitch. Kurz abchecken. Ist nichts. Die sind wahrscheinlich hier rechts gespawnt. Whoop! Oh mein Gott. Oh, schnell weg. Weak. Nice. Ich bin halt sogar gerade auf Streak, ne? Okay, da komme ich nicht ran. Der Annihilator geht hier immer mega schnell weg. So ein kleines Problemchen. Wieder ein Dröhnchen. Nice. Ich kann halt auch nur mit Drohne spielen, ne? Dass ich kein Orbi habe jetzt in dem Moment, ist natürlich ekelhaft. Unnachgiebig, 20er. Oh oh. Hier kommt jemand. Oh. Erstmal weg. Vielleicht können wir den von hier holen. Ich bin auf 20er Streak. 20er Gunstreak, Leute. Niemals. Oh Gott. Komm, hier kommt einer. Nice. Da ist noch einer. Holy shit. Ich muss jetzt kurz weg. Das wird hier sonst zu kritisch. Okay, nice. Da war eine Kriegsmaschine irgendwo. Mal kurz auf den Blitzschlag gucken, wo die sind. Okay, die sind alle hier hinten. Okay, da könnte jetzt der Blitzschlag mal reingehen. Eventuell. Alter. Jetzt bin ich ein bisschen nervös hier. Oh, die sind an den Bäumen. Okay, aber einer war hier hinten, glaube ich. Ich habe einen roten Punkt hier hinten irgendwo gesehen. Oh mein Gott.
Ja, ich muss jetzt zu den Mates, weil ich will nicht von hinten sterben. Das wäre jetzt richtig unlucky. Oh nein. Lass mich einfach hier rein. Ja, ist okay. Okay, ich gehe hier hoch. Oh mein Gott. Niemals, wenn ich das jetzt sage, passiert das, Leute. Das kann nicht sein. Okay, vielleicht. Oh Gott, ich habe so lange geaimt. Komm, da kommt einer. Er ist ins Wasser, glaube ich. Ja, er ist da. Nice. Ich gehe mal wieder hier hoch. Komm her. Einer ist hier unten. Er ist da sogar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Nuklear! No way! No way! No fucking way! Alter, wie krass! Wie krass, Digga! Nein! Leute, lasst unbedingt ein Like da. Holy shit, ich sag es noch in diesem Video am Anfang, ob wir irgendwann in dem Road to Commander auch eine Nuklear machen. Leute, das ist der... Nee. Es geht nicht mehr auf Ansage, Alter. Holy shit, Alter, geiles Feeling. Black Ops 3, eine schöne Nuklear. Was will man mehr? Was will man mehr, Freunde? Let's go, Alter. Oh mein Gott, push die Folge, Boys, push die Folge. Nice, einfach nice. 42 Kills, Nuklear, ein Level abbekommen. Einfach geil. Richtig nice. Ja, Digga. Oh mein Gott, Alter. Jetzt bin ich happy, Boys, jetzt bin ich happy. Das war tatsächlich ziemlich nice. Das war tatsächlich ziemlich nice, dass du jetzt hier einfach eine Nuklear raushauen. Mal sehen, wie die Runde jetzt danach wird. Ein Ründchen spielen wir hier auf jeden Fall noch. Ab der nächsten Folge werde ich es, glaube ich, auch so machen. Alter, geil, einfach geil. Ich werde es, glaube ich, ab nächster Folge so machen, dass ich in eine Runde reingehe, beziehungsweise halt in eine Lobby. Und werde halt so lange suchen, bis ich eine Lobby habe, die von Anfang an ist. Und werde dann dort die Begrüßung machen, weil dann müssen wir nicht am Anfang immer nach der Lobby suchen. Dann kriegen wir vielleicht auch drei Folgen, beziehungsweise drei volle Runden in eine Folge. Ja, in BO3 gehen Deathmatch-Runden ja teilweise auch immer relativ lang. Deswegen, ja, werde ich da auf jeden Fall schauen, dass ich das dann ab nächster Folge so mache. Das ist dann ein bisschen angenehmer für euch. Alter, nice. Einfach die Nuklear. Ich zeig's euch nochmal, weil ich bin relativ schnell danach gestorben gerade. Richtig schöne Nuklear. So, Schaft haben wir jetzt auch frei. Hier Medaillen, Nuklear. Einfach eine Nuklear gemacht. Wie geil, Leute. Wie geil. Ich hätte, glaube ich, auch Bock am Ende des Road to Commanders so ein Video zu machen, wo dann nochmal die Highlights aus dem Road to Commander zusammengeschnitten werden. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Dass quasi einfach nochmal komplett die geilsten Szenen und was alles passiert ist, sowas wie jetzt die Nuklear halt in einem Best-of von dem Road to Commander nochmal so festgehalten wird. Da hätte ich Bock, so als abschließendes Video. So als letzten Part irgendwie so. Ich mache das letzte Level in einem Part und dann noch diesen Zusammenschnitt. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Das hört sich für mich eigentlich ziemlich nice an. Aber wir sind jetzt Level 24 und ja, das sind die Stats gerade. Ich glaube, es war die zweite Nuklear auf dem Account. Ja, dreimal brutal, zweimal Nuklear. Passt. Viermal unnachgiebig. Das Verhältnis geht sogar noch ganz gut, klar. Geil. Einfach geil. Let's go. Ich bin hyped für die nächste Runde. Ich habe aber auch sehr, sehr safe gespielt. Also, was heißt sehr, sehr safe? Ich habe schon auch viele Kills gemacht. Aber ich habe halt einfach in den richtigen Momenten habe ich zum richtigen Zeitpunkt abgewartet und habe es halt hinbekommen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, perfekt. Ah, Annihilator macht aber auch Bock in dem Game. Der geht sehr, sehr schnell weg. Man kann nicht so schnell schießen, aber dafür hat man ein brutales Auto-Aim. Also es ist wirklich unfassbar, wie ein der Annihilator so auf die Gegner draufzieht. Das ist echt, echt heftig. Das Auto-Aim allgemein in BO3 ist ziemlich krass, meiner Meinung nach.
Aber ist natürlich auch klar, wenn so ein Jetpack-Game ist, da brauchst du einfach gutes Auto-Aim. AW hatte auch ein sehr, sehr gutes Auto-Aim. Und, oder besser gesagt, Aim Assist. Ja, das braucht man schon. Das braucht man schon. Hoppala. Oh, nee. Nee, nee, nee. KN. Let's go. Auch wenn die M8. Oh, Leute. Breach M8. Breach M8. Breach M8. Ach, ich tu's jetzt, Leute. Ich tu's jetzt. Ich spiele jetzt die M8 hier in der Runde. Meine Güte. Ich habe ja die KN gespielt eben und sogar eine Nuklear damit gemacht. Da habe ich mir das jetzt verdient, eine Runde M8 zu spielen. Let's go, komm her. Ja, Digga. Oh mein Gott. Ich will nicht, dass da jemand fleckt. Ui! Oh, die sind beide so One-Shot. Holy shit. Nein, er kommt wirklich rein. Mit einer Bretschi. Mit einer Bretschi. Oh, Leute, ich bin so fucking hyped, Alter. So eine M8 fühlt sich halt auch einfach so gut an. Sie fühlt sich so unglaublich gut an. So eine schöne Waffe. Holy moly. Da kommt jetzt der Nate hin. Hier kommt jemand mit Bretschi. Nee, nee. So nicht. Eine Kugel hat nicht connected. Oh Gott. Oh Gott. Die HVK ist, glaube ich, auch relativ weit vorne bei euch. Von den Waffen, die ich spielen soll. Kann ich auch verstehen. HVK ist auch eine ziemlich nice Waffe. Ich komme nochmal in den Nate rein. Auf Safe. Der hat sich, glaube ich, selbst gekillt. Oh. Annihilator. Als ob die alle da hochgehen. Nein, einer ist hinter mir. Nein, du Frechdachs. Dieser Boris, Digga, mit Triad im Clan Tag. Fucking Boris. Nice. Einfach wieder rein. Irgendwann macht man den Kill damit. Ich wollte es gerade sagen. Let's go. Da kommt noch mal eine Stun hin. Den holen wir so. Im Vorbeigehen. Oben. Ja, das ist ein schöner Spot, Digga. Oh, nein, Boris. Boris killt uns die ganze Zeit, Alter. Boris ist so ein Frechdachs. Holy shit. Komm doch her. Oh, komm her! Ja! Die Nate oben rein. Die Nate kommt oben rein. Oh, hier unten kommt gleich jemand. Hinter mir aber auch. Das wird jetzt kritisch. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Geht nicht anders. Oh! Nein! Ich dachte, dass ich den auch noch kriege. Das wäre aber echt der Overkill gewesen. Aber M8 macht einfach so Laune, wirklich. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich liebe diese Waffe einfach. Ich liebe sie wirklich. Eins, zwei, drei. Und. Ja! Ich habe meinen Tod hier vorhergesagt. Ja, moin! Ja, moin! Eins, zwei, drei. Da kam der Annihilator-Schuss von hinten. Ja, dafür kill ich den jetzt von hinten. Jetzt habe ich auch einen Annihilator. Zack. Zack. Oh nein, die kommen sogar wirklich hier. Aber da kommt auch einer. Oh, das ist eklig. Oh, und ich kann ihn nicht richtig sehen. Ich muss hier rein einfach. Ja, nice. Und M8, nein, wieder von der Seite. Und Boris hat mich auch wieder mit angeschossen. Ich höre immer nur diese scheiß Bretsch hier, Alter. Immer bum, 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 bum. Boris, Mann. Ui, 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 ui. Bo Ach so, Boris spielt jetzt Dingo. Ich glaube, der spielt aber auch Dingo Bretschi Overkill. Ich glaube, der hat es richtig raus, wie man das hier macht. Komm her. Ja? Ja, Digga? Mal sehen, ob da überhaupt wer kommt. Oh, hinter mir. Oh, fast den Turnern, Alter. Was haben die alles für Namen hier? Max, Jimmy, Boris. Max Jimmy, Boris, Max Jimmy. Okay, komm her. Ja. Nein, Boris!
Fucking hell. Einmal Hashtag Boris in die Kommentare, Alter. Aber warte mal. Das ist doch Boris. Oh nein, ich höre ihn. Und ein Hellstorm von Boris. Hab's überlebt. Alter. Ehren, Boris. Nice. Nice. Nein. Nein, 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 nein. Max, Jimmy wieder. Aber wir haben nochmal einen Annihilator. Da können wir nochmal gut reingehen. Oh, da ist sogar wer. Oh, komm her. Was? Weil mein Teammate davor stand. So, jetzt. Nein, nein, ich habe so veraimt. Und wieder Max Jimmy von hinten. Oh mein Gott, Leute, man merkt es, wenn ich einen Annihilator draußen habe, dann rede ich einfach nicht. Ich brauche dann so eine Konzentration irgendwie. Das ist Oddboy. Oddboy. Ja, moin. Oddboy. Max, Jimmy. Boris. Komm her. Warum hat er denn immer noch seine Annihilator da drüben? Holy shit. Das sind echt die besten Gegner hier vom Namen her. Einfach geil. Let's go, der steht wieder da drüben. Oh, jetzt aber diesmal, komm. Nein. Oh Gott, wurde noch. Kommt der hier? Schwebeladung erstmal kaputt machen, das geht gar nicht. Oh nein, nein, Boris. Nein, Lean. Tony Harris. Oh Gott. Oh lol, was haben die für Namen, Digga? Die müssen doch unter einer Decke stecken hier. Boris! Oh, ich dreh durch, Alter. Eine Nuklear und dann so eine Lobby hier. Haben wir echt nur ein Level gerade geschafft in dieser Folge bis jetzt? Das ist schwach, Leute. Ein Level? Da müssen wir wohl bald hier 30 Minuten Parts machen. Ah, okay. Nice. 40, 15. Ich denke, wir werden nach der Lobby, noch durch die Lobby-XP, werden wir, glaube ich, noch auf Level 25 kommen. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. 40, 15. Das hat sich aber so schlecht angefühlt, weil ich, glaube ich, ungelogen 7, 8 Mal von Boris gestorben bin. Das war schon unangenehm. Das war tatsächlich unangenehm. Boris hat das Spiel verlassen. Was ist sein Ziel? 24, 8 geht er mit Brecci, Dingo, Overkill und geht raus, während die Runde schon vorbei ist. Geil. Sehr, sehr geil. Ich habe noch gar keine von diesen Spots drin für nach der Runde. Hm, das muss ich mal reinmachen. So. Jetzt müssen wir wieder diese ewig lange Lobbyzeit hier abwarten. Guck mal, wo er die 10.000 Jahre das Scoreboard anzeigt. Jetzt sich das Treyarch-Logo dreht bis zum bis übermorgen. Und dann können wir sehen, ob wir noch ein Level abgekommen sind. Ich glaube nämlich schon. Ich glaube schon. Müsste eigentlich. Müsste eigentlich sein. Mal schauen. Ja, Bruder, jetzt mach. Komm, mach keine Faxen jetzt hier. Wie lange das dauert, Alter. Ja, wir sind noch auf Level 25 aufgeschrieben. So wie ich das meinte, auf jeden Fall. Sehr nice. Aber ganz, ganz knapp. Ganz, 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 ganz knapp, Leute. Ja, ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Lasst ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Part um 16 Uhr vom Road to Commander. Haut rein und bis morgen.